Puh, so Freunde, ich habe den Weg gefunden und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Sieht auch nicht so wirklich gesund aus. Ich hoffe, die kommen nicht her. Wir ziehen uns erstmal so die eine oder andere Blutwurst rein, würde ich sagen. Das wird helfen. Hier geht gleich das Gepiepe wieder los. Was ist das hier? Kein Zugang. Ach, das ist dieses rote Gas. Oh mein Gott. Es ist hier. Die Giftwolke. Das kann nicht sein, ich hab's zerschossen. Was zum Teufel? Ich hab's erschossen. Okay, okay. Ich hab's mir gemerkt, Piepen. Das wirst du bereuen. Ich werde euch alle zerschießen. Aber wenn's... Wird das nicht das richtige Piepen? Oh Gott, ich hab mich abgespeichert, ne? Da! 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 Okay, ich muss zugeben, das war nicht gerade das Intelligenteste, mich abzuspeichern, obwohl ich es geschafft habe, aber gut. Das kriegen wir jetzt gemeinsam auch nochmal hin, da hinten hin, ne? So ist es nicht, ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin, achso. Ich muss einfach nur springen, hüpfen, springen, hüpfen. Ist genau dasselbe, aber ist mir scheißegal. So. Oh. Rex-Hologramme, ne? Sollen wir erstmal wissen, dass man hier hinten hin muss. So, jetzt speichern wir aber mal ab. Aber natürlich nicht hierauf, sondern darauf. Ei, okay, das war mein Savepoint für den Erfolg. Aber egal, ich glaube, Erfolge hatten wir sowieso kaum welche noch. Das war Nummer 1. Oh. Na ihr Lappen. Oh mein Gott, sie sind immer da. Was hast du denn gebracht? Okay, die sind immer noch pissig auf uns. Ich dachte, ich hätte sie zerstört. War aber nicht so der Fall. Naja, immerhin haben wir irgendetwas zerstört. Immer noch besser als nichts. Dean. Das ist seine Umkleide. Führt er Selbstgespräche, der Dean? Und das daneben ist wahrscheinlich Vera, ne? Na komm, bitte. Ich hab doch den Bug schon längst gefunden. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Hallo? Geht doch. So, Arzttasche. Dean Dominus Erpresserband. Ich glaube, den Jungen können wir jetzt auch erpressen. Ich meine, wahrscheinlich würde es nichts bringen, weil alle tot sind, die er erpressen wollte und wir ihn eigentlich nicht auffliegen lassen können. Aber wir können ihn damit konfrontieren. So, schweres Wort. Wo haben wir es denn? Das ist also ein Erpresserband, ja, also ich muss schon sagen, damit kann ich ihn übelst erpressen. Aber wir haben schon mal seine Stimme, die bildhübsch sagt. Schon mal anfangen. Ein Stealth Boy, das kann mir natürlich helfen. Das kann natürlich sehr gut helfen. Wieso hat der Typ hier ein Negligé drinne? Guck mal, Dean. Ich erschieße dein liebevolles Foto, was du gemacht hast von Vera. Hä? Da wollte ich eigentlich gerade gar nicht hin. Ist irgendwie wieder dieses dämliche Piepen, ne? Ich hasse es. Ich glaube, ich habe es gesehen. Kann es sein? Kann es sein, dass es hier um die Ecke war? Sehr gut. Jetzt können wir uns hier auch in Liebe voll umsehen.
Notausgangstür. Ach, deswegen ist da der Qualm. Das Geld nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch alles mit. Hier ist nichts. Ein Topf. Hammer brauchen wir, soweit ich weiß, nicht. Bügeleise auch nicht. Ich hab dich befreit. Ab jetzt bist du mein Sklave. Was zum verdammter Schrott? Sie haben das Terminal sabotiert, nicht wahr? Wollten nicht, dass die Sicherheit kommt, was? Wir werden sehen. Ich höre ihn, er ist über uns. Wollen wir gleich mal sehen, was wir mit dir anrichten, lieber Dean Domino. Er fordert Schlüssel. Alter, ich kann es gar nicht mehr piepen. Ich wollte mich doch verarschen. Als hätte ich es geahnt, dass da irgendwo was versteckt ist. Okay. Jetzt können wir hier rüber speichern. Jetzt wird uns niemand mehr erwischen. Das heißt, irgendwo muss noch irgendwo so ein Hologramm-Dingenskirchen sein. Hintergrundmusik abschalten. Was auch immer das gebracht hat. Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Den finden wir hier aber bestimmt nicht irgendwo, oder? Oder war der bei Dean vielleicht irgendwo? Das ist ja nur eine Brille. Schau noch mal kurz bei Dean vorbei. Kleiderschrank hatten wir schon angeguckt. Auf dem Kleiderschrank ist nichts. Aha! Backstage-Schlüssel. Aber ich glaube, das ist nicht der, den wir suchen. Oh. Kriege hier unendlich viele Polizeipistolen. Zum Glück sind wir nochmal zurückgegangen. Aber du wirst mich auch nur in den Backstage-Bereich führen. Das heißt, es wird der hier sein. Nee, doch nicht. Achso. Okay, das Piepen kommt übrigens, glaube ich, nicht aus dieser Tür, sondern von da drüben. Obwohl, es muss aus dieser Tür kommen hier. Es muss. Bühnentür. Ach, da kommen wir zu dem Kollegen. Wahrscheinlich, ne? Dean Domino, say, say yesterday. Oh. Viras Hauptschlüssel, Was abgeschlossen, finden Sie eine Möglichkeit, die Hologrammsicherheit des Tampico abzuschalten. Hä? Wie habe die Sicherheit denn ausgeschaltet? Ich habe gar nichts gemacht. Das ist so, also unser Herr, Dean Domino, als er noch gesund war. Und das werde ich mit dir machen, wenn ich dich sehe. Eigentlich wollte ich den die Stirn schießen, aber das geht natürlich auch. Hier haben wir noch ein paar Haarklammern, das ist immer gut. Irgendwo muss hier noch der letzte Hologrammtyp sein, oder nicht? Anscheinend sind die alle weg. Obwohl, nein, einer ist noch da. Wie gesagt, einer ist noch da. Gut. Hä? Einer ist noch da. Ich würde sehr gerne das Ding auch noch kaputt machen. Ich vermute mal, dass es hier irgendwo sein muss, aber... Wo? Naja, immerhin haben wir mit dem Hauptschlüssel noch was aufgekriegt. Huch. Wo ist das schmutzige Wasser? Davon haben wir bestimmt so viel dabei. Ja, 8 Stück. Tschüss. Ich
würde sehr gern das letzte Ding noch finden. Ich meine, prinzipiell muss ich es nicht. Aber es wäre schon schön, alles auszuschalten, oder? Ach, ich bin hungrig geworden. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich so langsam? Ich habe natürlich nichts zu essen dabei, ne? Okay, das war Kaugummi, das hat nicht viel gebracht. Aber wir haben Junkfood dabei. Wieso gibt uns eigentlich zum Beispiel rote Paste nichts zu futtern? Naja. Das würde erstmal reichen für eine Weile. Bis wir wieder an der Küche angekommen sind. So, so, so. Bei Dean vielleicht? Hinter der Tür? Nö. Ja, aber eigentlich brauchen wir den nicht. Wir gehen jetzt hier hoch und machen die Tür wahrscheinlich auf. Und das Piepen hat aufgehört. Ah. Das nehmen wir mit. Domino. Ah, Dean Dominos. I say hey, yesterday abspielen. Und ist die Sicherheit weg. Möglicherweise werdet ihr jetzt keinen Ton hören, falls das hier für Deutschland gesperrt wird wegen der Musik, was immer sein kann bei alten Songs. Deswegen verzeiht mir, wenn ihr diesen Song gerade nicht gehört habt und eigentlich nichts gehört habt, weil ich währenddessen auch nicht geredet habe. Und jetzt kümmere dich um den Ghoul. Meine Geduld ist erschöpft. Ja, ja, ja. So, Mr. Dean. Kommen Sie runter, dann sehen wir weiter. Ja, einfallsreich sind Sie, das gebe ich zu. Aber um mich aufzuhalten, braucht es mehr als mit Schlüsseln zu jonglieren und Lautsprecher abzuballern. Nun, ich muss sie nur noch umbringen und dann zum Ausgang hetzen. Falls Sie das versuchen, fummeln Sie nur an Ihrem Halsband rum, bis es explodiert. Vielleicht sollten wir uns also mal unterhalten, genauso wie wir uns damals unterhalten haben, als Sie zum ersten Mal in diese Stadt marschiert sind. Sie sind kein Spieler, also wette ich, dass Sie den Schlüssel für den Ausgang bei sich tragen. Das war nur gut geraten. Sind Sie sicher? Wenn Sie einen Fehler machen, dann hat das Sierra Madre uns beide erwischt. Nein, Domino. Nach Ihrer Reaktion bin ich mir sowas von sicher, dass Sie den Schlüssel haben. Okay, okay. Schauen Sie. Ich gebe es Ihnen. Versprochen. Kein Grund, böse zu werden. Wir können doch beide unseren Nutzen daraus ziehen. Hören Sie auf, Zeit zu verschwenden. Geben Sie ihn mir. Schauen Sie mal. Wenn ich Ihnen den Schlüssel gebe, dann hält sie nichts davon ab, mich umzubringen und abzuhauen. Und so wie ich das sehe, habe ich gerade mein Ass im Ärmel verraten. Also bleibt mir wohl nur noch, dafür zu sorgen, dass sie nicht einfach abhauen. Und um keinen Preis der Welt werde ich Ihnen die Vault des Sierra Madre überlassen. Nicht nach all diesen Jahren. Ich bin nicht daran interessiert, sie zu töten. Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Saß in der Villa und schaute ihr beim Zerfallen zu. Und Sinclair Sierra Madre übersteht alles einfach so? Dann tauchen sie auf und meinen, dass sie und der alte Mann mir alles wegnehmen können? Ich habe das alles geplant, es in die Wege geleitet. Nicht sie. Klar, ich habe den Schlüssel. Ich habe noch andere Schlüssel, um das Casino aufzuschließen und Sinclair endlich zu ruinieren. Nach all den Jahren. Nein, jetzt reicht es mir schon, Sie und Ihre Pläne zu ruinieren. Töten Sie mich und ich habe gewonnen, denn Sie kommen nie in die Vault. Jackpot. Was zum... Die Häuser, ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich dich abschießen werde, aber gut. Wenn du sterben willst.
Habe ich kein Problem mit. Wie ich aussehe. Ich bin voll sauer auf dich. Ihn ist gestorben. Kleinen Moment. Den Smoking will ich unbedingt haben. Ich muss ja alles noch mitnehmen. Scheiße, ich wäre da am liebsten hingegangen. Aber egal, wir müssen raus. Das Halsband explodiert sonst. Was? Oh. Fuck. Ich war hinter der Tür. Nein. Scheiße. Oh. Oh. Okay, den haben wir umgelegt. War zwar nicht immer... Ein weiteres Bruchstück. Sehr gut. Nun habe ich beinahe alles aus den Musikarchiven beisammen. Aha! Jetzt noch schnell hin und ihn erschießen. Ich hab deinen Freund umgebracht. Jetzt ist es zu spät, Kollege. Ja, wunderschön. Wir haben doch noch unsere Bärenfalle, oder? Haben wir nicht? Haben wir? Okay, bevor ich hier jetzt noch 50.000 falsche Knöpfe drücke. Bärenfalle war rechts. So, ich glaube, der ist tot. Wenn die Jungs hier überall Fallen aufgestellt haben, ne, dann bin ich richtig pissig auf die. Alter, was ist denn los? Was kriegen wir so viele Waffen geschenkt? Okay, pass auf. Wir werden einfach nochmal die zweite Waffe hier reparieren. So, boom. Und die zweite Bärenfallenfaust. So. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Er ist nur bewusstlos. Okay, er ist tot. Bist du tot? Ich will nur sicher gehen. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden gestorben ist gerade. Okay, alles gut. Zudem werden wir uns jetzt mal zwei Blutwurst reinziehen und aufbereitetes Wasser am besten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder morgen, indem wir dann zur nächsten Person gehen, zu unserer Stummen, und versuchen, die rauszuholen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.